Liebe Schwestern und Brüder, wir sind immer noch dabei, das sechste Kapitel des Johannesevangeliums zu lesen. Wir hören diese Worte, in denen Jesus über sich selbst Auskunft gibt, wenn er von sich selber spricht, mit diesen Worten, die uns auf der einen Seite so vertraut sind, aber auf der anderen Seite doch dann wieder fremd vorkommen, wenn wir etwa den heutigen Abschnitt hören. Immer wieder, wie in einer Kreisbewegung, die in die Tiefe führt, spricht Jesus von sich als Brot, als die eigentliche Gabe des Lebens. Nicht das Brot der Brotvermehrung, wo man einmal satt wird und da braucht man Neues, sondern darin entzündet sich ja die ganze Diskussion hier in der Synagoge von Kapharnaum. Das Brot, das Jesus selber ist. Jesus selber ist die eigentliche Gabe. Deshalb geht es nicht darum, sich an dem materiellen Brot festzumachen, sondern Jesus spricht von sich in einer Wichtigkeit und Dringlichkeit, wie wir sonst nur von dem Brot sprechen, das wir zum Leben brauchen. Die Basisgrundlage, ohne die man nicht auskommen kann. Das ist das Mindeste, dass man ein bisschen Brot hat. Es ist manchmal eine schöne Beobachtung, wie im Hören auf das Evangelium unsere Fragen beantwortet werden. Etwa wenn wir jetzt den Blick auf die Familiensynode, die im Herbst dann in Rom stattfindet, oder auch im Zusammenhang mit unserer Bistumssynode, und es ist eine Frage, die immer irgendwie in der Luft hängt, wer ist die Kirche? Was ist die Kirche? Eine Institution? Ist es ein Gebäude? Was macht die Kirche aus? Wem gehört die Kirche? Dem Papst? Oder dem Bischof? Den Priestern? Oder, wenn wir so ein bisschen Demokratur in der Kirche versuchen, gehört sie den Gläubigen? Wir lassen dann darüber abstimmen. Wir diskutieren das im Moment auch konkret hier, wenn wir fragen für unseren Ort, wer oder was ist das Kloster? Kann ich als Priester oder als Rektor sagen, es gehört mir? Können die Schwestern sagen, wir sind das? Niemand, liebe Schwestern und Brüder, kann das sagen. Wer sind wir denn? Wir sind viel zu gering, um das für uns zu beanspruchen. Niemandem gehört die Kirche. Wir dürfen diese Ansprüche gar nicht anmelden. Die Kirche ist nicht ein Brot, das wir in Stücke reißen, um es in unserer Gier zur Sättigung unserer verschiedenen Begierden, die wir haben, in uns hineinzustopfen. Und damit lassen wir es gut sein. Nein, die Kirche gehört Gott. Ihm allein. Christus selber ist die Kirche. An dieser Stelle, hier in diesem Evangelium, wenn Jesus von sich selber spricht, begegnet sich, wenn man das einmal theologisch sagen will, ein Verständnis des Evangelisten Johannes und des Apostels Paulus. Wenn Paulus spricht davon, dass Jesus selber die Kirche ist, sein Leib. Gestern noch haben wir über den Leib nachgedacht. Die Kirche ist nicht Brot, das man zur Sättigung seiner Gier nehmen kann. Ich breche ein Stück heraus und sage, das gehört jetzt mir. Damit zerstört man die Kirche. Und letztendlich ist es ja auch lächerlich, wenn wir bedenken, was gehört uns denn in dieser Welt? Wenn wir einmal nicht von Kirche sprechen, nichts gehört uns in dieser Welt. Sein tiefes christliches Verständnis, dass uns eigentlich nichts gehört. Wir sagen das manchmal landläufig, am Ende kann man nichts mitnehmen. Ja, man kann nichts mitnehmen. Materiell kann keiner irgendetwas mitnehmen. Nichts. Aber genau an diesem Punkt, an diesem Verständnis setzt Jesus ein. Mit dem, dass er sich selber als Gabe anbietet, die bleibt. Die auch jenseits des Todes bleibt. Wer mich isst, hat ewiges Leben. Wer mich annimmt als das große Geschenk Gottes, der nimmt etwas in sich auf, das ein bleibendes Leben bedeutet. Jetzt schon. Es ist nicht die Grenze, jetzt leben wir hier und wir haben allerlei und wir nehmen uns das, was wir brauchen, dann kommt der große Schnitt.
Und wenn die einen Recht haben, gibt es dann noch so etwas wie ein Gericht. Das wäre natürlich blöd. Aber vielleicht haben auch die anderen Recht. Das gibt es gar nicht. Wir schnurstracks in den Himmel hinein. Wunderbar. Und dann kommt das ewige Leben. Irgendwie kommt dann irgendwie ein schönes ewiges Leben. Das ist nicht christliche Überzeugung. Ewiges Leben ist schon in uns. In dem Moment, in dem wir Jesus als die Gabe Gottes annehmen. Die Annahme der Gabe Gottes heute, hier und jetzt, ist etwas Bleibendes. Davon spricht Jesus in diesem Evangelium. Er bietet sich selber an als Brot, als Lebensgrundlage. Nicht nur als Sinn und Orientierung, sondern wirklich von ihm zu leben. Sein Wort, seine Gestalt, seine Gegenwart zu suchen. Wir haben an den letzten Sonntagen schon darüber nachgedacht. Um seiner selbst willen. Nächsten Sonntag wird das Evangelium, der Abschluss dieses sechsten Kapitels, gelesen. Viele, so berichtet das Evangelium, werden geradezu verrückt daran. Viele seiner Jünger, nicht nur die 5000, die merken, aha, der macht jetzt kein Brot mehr, na, müssen wir woanders schauen. Sondern viele, die ihm nachfolgen, werden irre an ihm und sagen, wer kann das denn aushalten, was er sagt? Ist das nicht so radikal, alles auf eine Karte zu setzen? Wollen wir nicht verschiedene Eisen im Feuer halten? Mal sehen, doch noch vielleicht so ein bisschen was Vorderasiatisches, doch noch so einen kleinen Buddha in der Fensternische, irgendwie Jesus allein? Jesus allein als Lebensgrundlage, geht das? Und viele verlassen ihn. Und am Ende fragt Jesus die 12 und er fragt uns, was ist mit euch? Was ist mit euch? Wollt ihr weggehen? Und Petrus sagt das schöne Wort, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist die Lebensgrundlage. Und dahin müssen wir finden. Aber wir wissen auch, dass es bei Petrus nicht lange gehalten hat. Dass es einige Zeit später mit der Frage, wollt auch ihr weggehen, sind sie alle abgehauen. In seiner letzten Nacht, in seiner Passion. Um mühsam wieder zurückzufinden. So wie wir das zuweilen tun. Wenn wir abhauen, wenn wir uns dem überlassen, was uns trennt, wenn wir dieser Gier nachgeben, die uns nicht mit Gott verbindet, mit seiner Gabe für uns. Das Leben ist wirklich auch unser Leben hier, das Leben generell. Viele könnten das wahrscheinlich in zahlreichen Geschichten oder Episoden berichten, auch wenn jetzt Ferienzeit ist. Das Leben ist so etwas wie eine Wüstenwanderung mit ganz unterschiedlichen Etappen. Genau dafür bietet sich Jesus an, als die große Speise in dieser Wüste. Das Leben bestehen zu können, indem wir ihn einlassen, ihn annehmen als Brot, als das große Geschenk Gottes. Im Wissen, wir haben nichts, wir besitzen nichts, wir empfangen alles, aber er gibt es uns. Wenn wir das annehmen, erkennen wir, dass darin ein großer Segen, der eigentliche Segen unseres Lebens besteht. Und dieser Segen führt uns zur Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit führt uns zur Einheit. Das, was wir so dringend brauchen, im Kleinen wie im Großen. Es setzt voraus, dass wir von uns selber absehen, dass wir über uns hinauswachsen, über unsere Gier hinauswachsen. Alles, was uns von Gott abschneidet, was uns hindert, etwas zu empfangen, es anzunehmen. Aber nicht nur es oder irgendetwas, sondern die eigentliche Gabe Gottes immer neu anzunehmen. Jesus selber. Wir sollten uns das in Erinnerung rufen, wenn wir gleich wieder zur Kommunion gehen. Wenn wir Kommunion halten, Gemeinschaft, den eigentlichen Segen Gottes in uns aufnehmen und zur Dankbarkeit finden. Eine Dankbarkeit, die Einheit schafft.